Die Arbeiterinnen tragen die gesamte Last der Kolonie. Sie haben verschiedene Pflichten: Reinigung des Stocks, Versorgung der Larven und der Jungen, Fütterung der anderen Bienen, Sammeln von Nektar, Pollen, Wasser und Harz sowie deren Lagerung im Bienenstock. Obwohl sie Weibchen sind, wie die Königin, haben sich ihre Eierstöcke nicht entwickelt, sie sind unfruchtbar. Die Eigenschaften dieser Kreaturen sind im Koran in der Sure An-Nahl, das Honigbiene bedeutet, beschrieben. Und dein Herr lehrte die Biene: Baue dir Wohnungen in den Bergen, in den Bäumen und in dem, was sie dafür erbauen. Dann iss von allen Früchten und ziehe leichthin auf den Wegen deines Herrn. Aus ihren Leibern kommt ein Trank von unterschiedlicher Farbe, der eine Arznei für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Menschen, die nachdenken. Dieser Vers enthält ein wichtiges Geheimnis, das nur verstanden werden kann mit Hilfe der arabischen Grammatik. Im Arabischen gibt es zwei verschiedene Arten, das Verb zu gebrauchen. Der jeweilige Gebrauch lässt erkennen, ob das Subjekt weiblich oder männlich ist. Die in den Versen benutzte Verbform ist die weibliche. Dadurch wird erkennbar, dass die mit der Honigproduktion befassten Bienen Weibchen sind. Man darf nicht vergessen, dass die Geschlechtsbestimmung bei Insekten erst durch die moderne Biologie ermöglicht wurde. Die Tatsache, dass Arbeitsbienen weiblich sind, wurde erst in unseren Tagen entdeckt. Doch hier zeigt uns Allah ein weiteres Wunder des Koran, indem er unsere Aufmerksamkeit mit seinen Versen auf diese Tatsache lenkt. Heute ist die Relativität der Zeit eine bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Der Beweis erfolgte durch Einsteins Relativitätstheorie im frühen 20. Jahrhundert. Bis dahin wusste man nicht, dass Zeit relativ ist und dass sie sich den Umständen entsprechend verändert. Doch Einstein bewies, dass die Zeit von Masse und Geschwindigkeit abhängig ist. Doch der Koran, offenbart 13 Jahrhunderte vor Einstein, enthält die Information über die Relativität der Zeit. Und siehe, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre von denen, mit denen ihr rechnet. Er lenkt alle Dinge vom Himmel bis zur Erde, zu guter Letzt steigt alles zu ihm empor an einem Tage, dessen Maß 1000 Jahre von denen sind, die ihr zählt. Pro Sekunde verdunsten schätzungsweise 16 Millionen Tonnen Wasser vom Erdboden. Das ergibt 505 Billionen Tonnen Wasser pro Jahr. Diese Menge entspricht der Menge des Regens, der pro Jahr zur Erde fällt. Und diese Menge ist für jedes Jahr festgelegt. So zirkuliert das Wasser in einem Regelkreis, ist also genau bemessen. Doch diese bestimmte Menge, die nur mit den Mitteln der modernen Wissenschaft festgestellt werden konnte, wurde wunderbarerweise schon vor 14 Jahrhunderten im Koran genannt.
Der, der euch vom Himmel Wasser hinabsendet, in gebührendem Maße, wodurch wir totes Land wiederbeleben. So sollt auch ihr wieder erweckt werden. Das Leben auf der Erde beruht auf diesem Wasserkreislauf. Schon eine kleine Störung dieses Gleichgewichts würde schon bald zu einer immensen ökologischen Unausgewogenheit führen, die das Leben auf der Erde unmöglich machte. Offenbart im 7. Jahrhundert, zu einer Zeit, als die Kenntnis der Menschen von dem, was sich in den Ozeanen abspielt, sehr begrenzt war, enthält der Koran wichtige Informationen über die Beschaffenheit der Meere, sogar über die Tiefe der Ozeane. Den beiden Wassern, die sich begegnen, hat er freien Lauf gelassen. Zwischen beiden ist eine Schranke, die sie nicht überschreiten. Diese Eigenschaft der Meere, dass sie aufeinandertreffen und sich nicht vermischen, wurde erst in jüngster Zeit von Ozeanographen entdeckt. Aufgrund der Oberflächenspannung vermischen sich benachbarte Meere nicht. Es ist ein weiteres Wunder, dass zu einer Zeit, als man kein Wissen von Physik, Oberflächenspannung oder Ozeanographie hatte, diese Tatsache im Koran offenbart wurde. Der Koran ist das Wort Allahs, den Allmächtigen, der alle Dinge aus dem Nichts erschaffen hat und der alle Menschen mit seinem Wissen umfasst. Aus diesem Grund finden sich all diese Fakten, die die moderne Wissenschaft erst vor kurzem entdeckt hat, im Koran, der vor 1400 Jahren herabgesandt wurde. Allah sagt in einem Vers über den Koran: Wenn er von einem anderen als Allah stammte, fänden sie in ihm gewiss viele Widersprüche. Es gibt keine Inkonsistenz im Koran, und die Informationen aus unserem heiligen Buch, dem Koran, enthüllen mit jedem vergehenden Tag neue Wunder. Die Menschen sollten an diesem von Allah offenbarten heiligen Buch festhalten, und sie sollten es mit offenem Herz empfangen als den eigenen und einzigen Führer durch das Leben. Allah lehrt im Koran: Und dieses Buch, das wir hinabsandten, ist gesegnet. So folgt ihm und seid gottesfürchtig, damit ihr Barmherzigkeit findet.